Börse Live, liebe Zuschauer, die Einzelheiten von der Wall Street gibt es jetzt von Manuel Koch. Nochmal einen schönen guten Morgen nach New York, Manuel. Die Nachfolge von Ben Bernanke wird weiter diskutiert, darüber sprechen wir aber gleich. Zunächst schauen wir mal auf den Start des Dow Jones. Am Freitag sind wir im positiven Bereich aus dem Handel gegangen. Wie ist der heutige Start? Wie positiv ist der vor allem? Grüne Vorzeichen überall, Christoph. Wir legen 1% zu, 150 Punkte beim Dow Jones und liegen ganz aktuell bei 15.529 Punkten. Auch die Nasdaq im Plus mit 0,5%, 3.740 Punkte. Und der S&P 500 ist nicht mehr weit von einem Allzeitrekord entfernt. Momentan bei 1.700 und einem Zähler, 1.709 Punkte. Das wäre der Rekord. Also mal schauen, ob wir dem DAX da heute noch folgen können. Von Konjunkturseite heute Morgen dann eher enttäuschende Zahlen. Der Empire State Manufacturing Index nur bei 6,3 Punkten im Monat September. Deutlich weniger als erwartet. Und auch die Industrieproduktion wuchs im August nur um 0,4%. Auch da hatte man mit mehr gerechnet. Und die Märkte, die nehmen das vielleicht positiv auf. Denn am Mittwoch sehen wir ja wieder die US-Notenbank, die sich zur aktuellen expansiven Geldpolitik äußern wird. Und das steht natürlich im Fokus. Und wenn wir da schlechte Zahlen sehen, dann denkt sich der Markt, na gut, vielleicht macht die oder führt die Notenbank ihre Politik noch weiter fort. Also der Markt nimmt die negativen Zahlen erstmal wieder positiv auf. Außerdem noch der Konflikt in Syrien im Fokus. Die USA und Russland haben sich ja darauf geeinigt, dass die Chemiewaffen in Syrien bis Mitte 2014 vernichtet sein müssen. Auch das kommt hier gut an. Stichwort Notenbank, Manuel. Wir haben es am Freitag noch besprochen, dass es die Gerüchte gibt, er wird es, nämlich Larry Summers, der ehemalige Finanzminister in den USA. Heute Morgen hat er jetzt aber die ganze Börsen- und Finanzwelt überrascht und sagt selbst, er steht nicht für dieses Amt zur Verfügung. Wie ist das einzuordnen? Ja, erstmal muss man sagen, man darf auf Gerüchte so schnell immer nichts geben. Und zum anderen sieht man, welcher Druck da auch hinter den Kulissen herrscht. Larry Summers ist ja sehr nah an Präsident Obama dran, hat ihn beraten während der Finanzkrise und ist eigentlich der Kandidat von Obamas Seite. Das ist zum einen auch dann negativ für den Präsidenten. Er konnte seinen Kandidaten damit wieder einmal nicht durchsetzen. Und wir sehen auch, welche Strippen da im Hintergrund gezogen werden. Viele waren eben gegen Larry Summers, weil sie gesehen haben, dass er zu nah an Präsident Obama dran ist. Und der kommende Notenbankchef, der soll ja unabhängig sein. Und auch wenn Obamas Amtszeit dann endet, wäre der Fed-Präsident ja immer noch im Amt. Und da haben die Republikaner natürlich dann auch ein Wörtchen mitzureden. Denn so eine Position, die muss dann immer von allen Seiten auch bestätigt werden. Für Larry Summers, ehemaliger Finanzminister unter Bill Clinton, war es dann eine persönliche Entscheidung zu sagen, ich stelle mich dem nicht, ich ziehe mich zurück. Und nun könnte Janet Yellen, die momentane Vizechefin der Fed, wieder im Fokus stehen. Das könnte ihre Chance sein, als erster Vizechef der Fed dann auch im Nachhinein noch die ganz große Position des Chefs dann zu bekommen. Aber es stehen ja auch noch ein paar andere Kandidaten zur Auswahl. Eine Entscheidung, die könnte dann in den nächsten Wochen fallen. Dann schauen wir noch auf das heutige Tagesgeschäft. Wieder die beiden Technologiewerte, Internetkonzerne besser gesagt, Twitter und Facebook stehen mal wieder im Mittelpunkt. Was ist da genau los heute? Ja, ganz genau. Ich meine, wir haben ja in der vergangenen Woche gehört, dass Twitter an die Börse will. Da geht schon langsam so der Hype los. Und wir haben am Freitag auch gesehen, wie schon einige Unternehmen davon profitieren können. So zum Beispiel GSV Capital und First Hand Technology Value Fund. Beide sind an Twitter beteiligt und die Aktie von GSV Capital kletterte schon um 15,7% am Freitag und von First Hand Technology um 6,1%. Und beide waren auch am Facebook-IPO beteiligt. Daran sehen wir, welcher Hype darum entsteht. Und wenn wir auf Facebook schauen, dann sehen wir, dass Facebooks Nutzer immer mehr auch über mobile Geräte online gehen. In Deutschland gehen am Tag 19 Millionen Nutzer online und davon 13 Millionen eben über mobile Geräte auf das soziale Netzwerk. Und wir haben noch eine Meldung von Chrysler. Da denkt man, dass den Autobauer an die Börse zu führen. Schon in der kommenden Woche könnten da die Dokumente zusammen sein. Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres könnte es soweit sein. Denn die Mutter, die
Fiat, der Fiat-Konzern, möchte gerne ein bisschen Geld verdienen. Man würde auch gerne weitere Anteile von einem amerikanischen Pensionsfonds aufkaufen. Die sind aber, dieser Pensionsfonds will sie aber nicht verkaufen, will einen besseren Preis. Und der Umweg wäre dann eben für Fiat, Chrysler an die Börse zu bringen und so noch ein paar Aktien zurückzukaufen. Das könnte also ein Thema in den nächsten Wochen werden. Ein großes Thema steht Mittwoch auf der Agenda natürlich, der FED-Entscheid. Was sind die weiteren Themen in dieser Woche? Ja, ganz klar, die FED ist das Hauptthema und die Händler hier auf dem Parkett, die gehen davon aus, dass die US-Notenbank handeln wird. Man sagt, Ben Bernanke, der hört im Januar auf. Also will er eigentlich seinem Vermächtnis noch ein Ende bescheren, indem er auch wirklich wieder aus der expansiven Geldpolitik herausführt. Deswegen, wenn ich mit den Händlern hier spreche, sagen die, sie erwarten eine Drosselung, ist dann die Frage, wie hoch die ausfallen könnte. 5 Milliarden, 10 Milliarden, das ist die Frage. Und das werden wir am Mittwoch sehen. Ansonsten haben wir noch einige Häusermarktdaten und das ist dann auch schon die Woche. Besten Dank, Manuel Koch, für uns an der Wall Street. Schönen Tag.